Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zu einer neuen Spezialfolge, nämlich zum Dogfest München, was vom 5. bis 23. Mai online stattfindet. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite sind zum einen die Katharina. Hallo Katharina. Hi. Das war jetzt sehr elegantvoll, wirklich. Da hatte jemand Spaß, glaube ich. Und der Paul. Grüßt euch, hallo. Ja, so ist doch viel besser. Sorry. Ja, ihr Lieben, wir werden heute wieder drei Filme vom Dogfest München besprechen, nämlich Dancing Abdullah, Things We Are Dare Not Do und Hinter den Schlagzeilen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Dancing Abdullah, den ich nicht gesehen habe, aber ihr beiden habt es getan. Und deswegen an dich, Paul, die Frage, was erwartet uns denn da bei Dancing Abdullah? Ja, ich kann gleich voraussagen, ich habe was anderes erwartet, aber das auch nur, weil ich die Inhaltszusammenfassung so ein bisschen mit halbem Auge gelesen habe. Eigentlich habe ich gedacht, das ist eine Dokumentation, wer hätte es erwartet beim Dogfest, über einen syrischen Jungen, der halt tanzt und quasi so die Lebensumstände so da in Syrien, wie es aussieht und wie er da seinem Hobby nachgeht. Aber nein, ich habe mich dann doch sehr gewundert, als es plötzlich in deutscher Sprache losging. Denn diese Dokumentation, die, muss man auch noch dazu sagen, eine Kurzdokumentation quasi ist, geht 25 Minuten, die dreht sich um Abdullah, der hier in Deutschland lebt, der zwar aus Damaskus stammt, aber mittlerweile seit einigen Jahren hier lebt und auch Deutsch spricht und eben, ja, sein ganzes Wirken und sein ganzes Auftreten und auch sein ganzes Hobby eben hier in Deutschland stattfindet. Ja, und darum geht's eigentlich auch. Okay. Was daran ist jetzt richtig dokumentarisch? Also gibt es da irgendwie so ein Kernthema, was diese Dokumentation verfolgt? Naja, es geht halt darum, wie er sich in Deutschland integriert hat und dass halt sein Hobby Tanzen ist und dass er bei der Weltmeisterschaft teilnimmt und wieder dorthin fliegt und auch halt Teile von der Weltmeisterschaft und er erzählt halt, wie es ihm geht, wie er zum Tanzen kommen ist, dass er auch teilweise aufgehört hat damit, weil er irgendwie in der Schule gehänselt worden ist und so. Ja. Richtig. Was halt schon 25 Minuten reinpasst. Es stecken trotzdem ganz schön viele Themen drin irgendwie, also auch eben Konfrontation mit Vorurteilen und so, aber auch das Hobby an sich, auch wie seine Familie damit umgeht und auch was das Hobby eben bedeutet. Also Tanzen ist jetzt nicht das Hobby, was man jetzt vielleicht in seiner Kultur einem Jungen andichtet, sag ich mal. Und da steckt schon viel drin, nur ist es ja eher eine Dokumentation für ein jüngeres Publikum. Es ist auch irgendwie, Katharina, musst du mir kurz helfen, so ein Teil einer Reihe, die es auch beim Kika gibt oder gab. Ja, genau, die Schau in meine Welt. Also was ich so gesehen habe, werden da immer so halt Einblicke in Leben von Kindern geben, die halt zum Beispiel als Abdullah oder auch, ich habe gesehen, mit Down-Syndrom, glaube ich, und so. Also die halt eine besondere Geschichte zu erzählen haben und da wird dann Einblick gewährt, um das halt verständlich zu machen. Genau, und es ist eben aus dieser Sicht des Protagonisten und es ist eben jetzt auch nicht, also besonders, da werden ganz viele Themen angerissen, aber es geht nie so richtig in die Tiefe, es wird halt viel gezeigt, das ist auch eigentlich ja relativ locker und relativ kurzweilig über die 26 Minuten, ja, aber letztendlich ist es kein umfangreiches Porträt jetzt, was irgendwas Neues oder was irgendwas sehr detailliert zeigt, aber vielleicht für die Zielgruppe dann doch wissenswert ist. Ja, genau, das ist alles sehr kindergerecht. Also er erzählt auch in so seinen eigenen Worten, wie er diese Weltmeisterschaften so erlebt hat. So, ja, dann tanzt du, dann sagen sie Nummern, dann tanzt du, sagen sie Nummern. Und das ist dann schon also für Kinder wahrscheinlich am besten nachzuvollziehen, also für die Zielgruppe halt perfekt. Das klingt für mich nach einem guten Einstiegsfilm so in den Dokumentarbereich, oder? Ja. Ja. Ja, also auch ohne jetzt viel von der Reihe gesehen zu haben, die da auf dem Kika läuft. Ich glaube wahrscheinlich, diese ganze Reihe mit Schau in meine Welt ist da wahrscheinlich ganz gut geeignet. Und es ist halt auch mal, weil wir haben ja nun in den Schulen auch verschiedenste Kulturen und so weiter, die aufeinandertreffen und auch da mal Hintergründe zu erfahren, weil es geht hier eben nicht nur ums Tanzen. Das, denke ich, ist schon interessant, ja. Ja, denke ich auch. Okay, also eine Dokumentation, die, so klingt es für mich,
sehenswert ist, vielleicht ein bisschen mehr was für das Zielpublikum und vielleicht auch so eine Dokumentation, die man ganz gut je nach Schulfach auch halt eben in der Schule gucken kann. Denke schon, ja. Ja, denke ich auch. Also. Und eine Dokumentation, die es übrigens nicht nur auf dem Doc-Filmfest zu sehen gibt, sondern auch schon ganz normal in der ARD-Mediathek. Oh, das ist natürlich auch schön. Habt ihr noch irgendetwas zu Dancing Abdullah? Ich habe nichts mehr, nö. Ich auch nicht, nein. Gut, dann wollen wir die Filme heute punktuell bewerten oder wollen wir das auslassen? Nee, das lassen wir aus. Dann lassen wir das aus, aber ihr würdet beide schon eine Empfehlung aussprechen, ne? Ja, für das, ja. Für das Zielpublikum definitiv. Ja, alles klar. Auf jeden Fall. Dann fangen wir diese Besprechung und dieses Special schon mal sehr positiv an. Mal gucken, ob es so weitergeht. Mit dem nächsten Film, den Paul gesehen hat, Things We Are Dare Not To Do. Paul. Was? Ja, fast. Things We Are Dare Not To Do, oder? Things We Dare Not Do. Ich weiß nicht, wo du da das R noch reinbastelst, aber... Das habe ich mir gerade eben so ausgedacht, weil ich sehr kreativ bin. Ja, Things We Dare Not To... okay. Bitte, Paul, sag uns, worum geht es in diesem Film? Ja, also in Things We Dare Not Do geht es um ein mexikanisches Dörfchen. Und in diesem mexikanischen Dörfchen, da lebt Nono, ein junger Mann, der sich als Transgender fühlt, also als Frau. Und es wird so ein bisschen gezeigt, wie seine Umwelt darauf reagiert. Und das kann ich aber gleich vorweg sagen, es geht gar nicht so richtig nur um ihn. Also es ist jetzt kein Porträt dieses jungen Mannes, der hier trotzdem irgendwie im Mittelpunkt steht. Aber eigentlich wird hier mehr diese mexikanische Provinz eingefangen. Okay. Ja, klingt nach hartem Stoff. Ja, habe ich am Anfang auch gedacht, aber dieser Film, dadurch, dass er eben nicht diese, ja, auch nicht so richtig das Leben und die Gedankengänge des Protagonisten schildert, ich glaube, erstmal haben wir kein Voice-Over, dann haben wir die erste so Interview-Sequenz, wir haben total wenige Interview-Sequenzen und die erste, die kommt irgendwie erst nach 20 Minuten und das sind aber auch nur ein oder zwei, es geht wirklich mehr um dieses, ja, reinfühlen in diese Situation, in der er ist und gar nicht darum, um da groß noch was aufzuzeigen. Wir sehen hier eine Art Coming-out von ihm, wobei er das Coming-out schon so halb gehabt hat und jetzt nur noch mal seinen Vater damit konfrontiert. Aber das ist auch nur so ein ganz kleiner Aspekt. Nebenbei geht's dann noch darum, dass irgendwie jemand ermordet wird in dem Dorf oder dass ein Fest nebenbei geplant wird, eine Show wird vorbereitet und das hat nicht so wirklich mit der Hauptfigur zu tun. Auch mit der Familie beschäftigt man sich hin und wieder, man geht mit seinen Geschwistern irgendwie zur Schule und das hat auch nicht so richtig mit diesen Umständen und auch mit dem Transgender-Sein zu tun, so dass ich mich manchmal gefragt habe, bin ich jetzt hier noch im richtigen Film oder habe ich irgendwie einen anderen Tab geöffnet und bin hier plötzlich in einem anderen Dokumentarfilm. Ich war da so ein bisschen verwirrt manchmal. Klingt so ein bisschen, als ob der Film vielleicht einfach seinen Fokus verliert oder einfach zu viel erzählen will. Kann das vielleicht sein? Der ist, kann man auch noch sagen, 75 Minuten lang, also gar nicht mal so lang. Und ja, also jetzt, wenn ich das so alles sage, dann hört sich das wahnsinnig viel an, aber er ist auch wahnsinnig einfach und wahnsinnig, also es passiert eigentlich an sich nicht viel. Nur wenn man es jetzt nochmal Revue passieren lässt, dann merkt man, oh Gott, das sind eigentlich schon ganz schön viele Storypunkte. Aber wie gesagt, es ist halt das Dorfleben dort. So. Und nebenbei ist mal noch jemand ein bisschen transgender. Das ist auch so ein bisschen, ich hätte fast mehr gesagt, es ist mehr Spielfilm als eine Doku. Weil es eben, wie gesagt, nicht so, also obwohl es dokumentiert das halt, aber es kommentiert das weder noch setzt da irgendeinen klaren Fokus, den ich mir vielleicht manchmal gewünscht hätte, weil ich da auch mit einer etwas anderen Erwartungshaltung rangegangen bin eben. Okay. Ist ganz schwierig. Mit welcher Erwartungshaltung bist du denn konkret drangegangen? Was hast du geglaubt, kriegst du da zu sehen? Eine Transgender-Dokumentation über eben einen jungen Mann, der dort in der mexikanischen Provinz aufwächst und dann eben so seine Gedankengänge oder auch seine Schwierigkeiten, sich damit anzugleichen. Ich meine, das findet alles irgendwie so statt, aber mehr am Rande.
Und es geht mehr, ja, halt um das Dorf, wo ich mich eben manchmal gefragt habe, okay, warum zeigt ihr mir jetzt hier das Dorfleben? Warum zeigt ihr mir jetzt den Ort, wo jemand erschossen wurde, 10 Minuten lang und redet darüber und nicht über das andere? Klingt so ein bisschen danach, dass der Film dieses Transgender-Thema so ein bisschen nimmt, so also als Aufhänger, vielleicht auch so ein bisschen, um Aufmerksamkeit zu generieren, um dann so eine ganz eigene Geschichte zu erzählen. Zumindest jetzt so, was ich jetzt von dir gehört habe. Wobei eben in der Betrachtung des Dorfes dann gar nicht so richtig eine Geschichte liegt. Ich glaube einfach, also das Transgender-Thema wird schon verarbeitet und es wird halt gezeigt, wie das in diesem Milieu wirkt. Und dazu hält es der Film wahrscheinlich für nötig, eben das Dorf erstmal auch so vorzustellen. Wobei ich mir dann noch mehr Konsequenzen vielleicht gewünscht hätte, dann das auch so zu zeigen, die Anfeindungen oder so. Das ist ja alles ganz subtil und ganz, wie gesagt, am Rande. Vielleicht, weil auch dieses Thema dort nur am Rande stattfindet. Ja, weil es halt kein zentrales Thema in so einem mexikanischen Dörfchen ist. Das kann man ihm ja auch anrechnen, zum Beispiel. Für wen würdest du denn sagen, ist dieser Film oder dieser Dokumentarfilm geeignet? Ganz schwierig, vielleicht am ehesten tatsächlich für jemanden, die sich für die, ja, einfach für das Leben in anderen Ländern so interessieren. Nicht mal nur für welche, die jetzt unbedingt was zum Thema Transgender oder so sehen wollen, weil da liefert der Film ja auch also keine so richtig vielen Infos oder so und auch nicht so tiefe Charaktereinblicke, aber man bekommt Wind von diesem mexikanischen Dorf. Okay. Hast du noch irgendetwas, was du über diesen Film sagen möchtest? Nein, dazu habe ich nichts mehr. Wie gesagt, es lässt sich ein bisschen schwer zusammenfassen, weil es eben manchmal so ein bisschen fokuslos wirkt. Aber ja, vielleicht lag das auch einfach mit meinen Erwartungen zusammen. Würdest du trotzdem den Film eher in die Richtung Empfehlungen verorten oder eher Special Interest? Eher eigentlich Special Interest, weil ich mich nie so richtig weiß, auch nicht, an wen der sich so richtig richtet. Okay. Katharina, hast du noch irgendwelche Fragen? Nein, aber ich bin jetzt doch ein bisschen interessiert. Nach Zusammenfassung, die ich gelesen habe, war eigentlich nicht so abgeholt, aber nach den Erzählungen war ich eigentlich. Vielleicht schaue ich mir den dann an im Festival oder so. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen interessiert. Gut, dann machen wir auch einen Haken hinter diesem Film und kommen zu dem dritten und letzten Film dieses Specials, nämlich Hinter den Schlagzeilen. Den haben Katharina und ich gesehen. Es ist eine Produktion des ZDF, das kleine Fernsehspiel vom Regisseur Daniel Andreas Sager. Und Kathi, erzähl uns doch mal kurz, was erwarten wir denn oder was erwartet uns, wenn wir hinter den Schlagzeilen einschalten? Ja, also es geht um das Investigativressort von der Süddeutschen Zeitung und genauer gesagt um Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Und es fängt eigentlich an mit deren Snowden-Interview und zeigt uns so ein paar andere Stationen, also zum Beispiel die Nachwirkungen von den Panama Papers, wie dann die Journalisten noch getötet wurden und wie sie das versuchen aufzuarbeiten und wie sie versuchen, einen so großen Waffenhändler und Lieferanten ausfindig zu machen und ob es den wirklich gibt. Und dann geht's aber auch viel um Ibiza, also um Heinz-Christian Strache und das Ibiza-Video, was dann 2019 eben von der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht worden ist, wo man halt Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, der Strache war damals Vizekanzler von Österreich, sieht, wie sie versuchen, in einer Villa auf Ibiza an eine vermeintliche russische Oligarchin die Kronenzeitung zu verkaufen. Ja, und die Doku zeigt halt so eben verschiedene Einblicke in die verschiedenen Recherchen, die sie gemacht haben, auch zu Ibiza, zu den Panama Papers und über den Waffenlieferanten halt. Vielen Dank. Ich war von dieser Dokumentation überrascht. Ich habe sie angefangen und du hast ja schon gesagt, es fängt damit an, dass diese beiden Journalisten, die, glaube ich, beide Obermeier auch heißen, aber nicht, glaube ich, verwandt sind. Das Meier wird, glaube ich, einmal mit I und einmal mit Y Ja, geschrieben. genau. Wie die halt mit diesem Snowden sich unterhalten. Und dann fängt es halt an, dass sie zuerst irgendwie so einen Mordfall untersuchen von einer maltesischen Journalistin. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt so eine Doku, die jetzt so darauf abzielt, uns zu erzählen, zum einen, wie wichtig Journalismus ist und auch wie gefährlich er heutzutage ist oder immer noch ist. Und dann gibt es halt diesen Schwenk, wenn halt eben dieses Ibiza-Video hinzukommt.
Und ich muss sagen, ich weiß, es ist eine Dokumentation, aber ich fand diese Dokumentation, fand ich stellenweise fast schon spannend wie ein Spielfilm. Ja, ich fand also das hochgradig. Bitte. Ich verstehe das total. Also, ich glaube, dieses ganze Evil-Ding, das war ja auch ein Gremium und auch was es für Nachwirkungen hat. Ich meine, ja, Straße nach Abtreten, bla bla bla, das ist, also in Österreich hat er durch die Medien gegangen. Ich weiß auch, dass ich an dem Tag damals 12 Stunden Nachrichten geschaut habe und auch was sie so erzählen, dass es halt mit den Informanten, dass sie sich nicht sicher waren und alles und auch wie sie das Video dann bekommen haben mit diesen Brillen, das ist alles wie so ein Spionagefilm oder so. Aber es ist halt einfach die Realität. Ja, ja, es ist wirklich so, dass es da Szenen gibt, wo ich dachte, also tausch die beiden Obermeiers aus mit Redford und Hoffman und du hast die Unbestechlichen, so aus den 70er Jahren, so einen Journalistenfüller. aber es ist halt wirklich so. Und das Schöne an der Doku ist aber, dass sie dir auch jederzeit klar macht, das ist halt auch Teil des Alltags, aber es ist halt auch ein Job, der jetzt nicht besonders teilweise nicht so aufregend auch sein kann. Also du siehst sie auch eben, wie sie da zu drei Mann vor dem PC-Bildschirm sitzen und darüber grübeln, wie formuliere ich einen Satz so um, dass er passt. Und das war sehr, sehr spannend und hat mir zumindest auch so einen ganz neuen Einblick gewährt in diese Art des Investigativjournalismus. Denn wenn ich höre Investigativjournalist, dann stelle ich mir halt jemanden vor, der irgendwo im Kriegsgebiet rumläuft und versucht, in irgendwelchen schattigen Plätzen irgendwelche Leute zu interviewen, die sonst nicht gern interviewt werden. Und das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass da auch sowas leicht, ja, ich sag mal, Bürokratisches mit im Spiel ist. Ja, also man hat auch so gesehen, wie sie halt die ganzen Texte durch einen Juristen geprüft werden, so wo er meint, ja, das sollte jetzt umschreiben, weil das ist nicht so gut, wenn das da so steht, oder auch, wie es dann darum geht, ob sie das Video veröffentlichen, mit oder ohne Ton, halt wieder die Rechtslage wegen Datenschutz und so ist. Und das ist schon interessant und auch, du sagst, sehr viel Warten, es wird sehr viel Warten gezeigt, was langweilig klingt, aber dann im Kontext doch spannend ist. Ja, wirklich, wirklich. Und was auch total herrlich war, es gibt eine Situation, wo sie halt dieses Ibiza-Video überprüfen, ob es vielleicht nur ein Fake ist, weil sie ja auch eine ganze Zeit auch davon ausgehen oder es nicht ausschließen können, dass da jemand sie verarschen will, weil sie ja auch eben Angst haben, dass sie von irgendwelchen Leuten vielleicht instrumentalisiert werden und sie dann wirklich dieses Zimmer halt überprüfen, also anhand auf Fotoaufnahmen und dann, wo war die Kamera und wo war die Kamera versteckt. Und das war wirklich, also ich kann es nur noch mal sagen, hochspannend. Also Paul, da hast du was verpasst. Ja, ich hab das Buch auch gelesen zu Ibiza-Affäre halt, weil das, ja, ich komme aus Österreich, hat mich halt interessiert und so. Und da ist halt noch ein bisschen ausführlich erzählt. Aber wenn man das dann so sieht, dann denkst du wirklich so, das kann nicht real sein. Das ist eins zu eins so ein Hollywood-Verkaufen, das Abdrehen. Ja, das, also ich bin jetzt nicht so drin in dieser ganzen Geschichte, wie du als Österreicherin, aber die Doku hat mir auch nochmal gezeigt, was das für ein Backlash gab. Also in meiner Perspektive gab es dieses Video und ich dachte mir so, voll Spasten, ja. Und hatte dann eigentlich gar nicht mehr so richtig was auf dem Schirm, was da eigentlich jetzt abgegangen ist. Und dann habe ich halt gesehen, ach, die sind auf die Straße gegangen, ach, die haben demonstriert, ach, das hat irgendwie österreichischen Medien irgendwie gefühlt Wochen, Monate lang beschäftigt. Oh, interessant. Ja, was immer, also der Strache ist zurück, der hat alle Ämter niedergelegt, der Kurz hat ein Misstrauensvotum im Nationalrat bekommen, wir hatten Neuwahlen, der Ballhausplatz war ständig voll Leute, die Wenger Boys kamen und haben wir Going to Ibiza gespielt. Das tut mir leid. Das tut mir leid, das mit den Wenger Boys, das ging zu weit. Paul, hast du irgendwelche Fragen, die du uns stellen möchtest, weil du diese Dokumentation nicht gesehen hast? ich bin ein bisschen erschlagen von euren ganzen Informationen und hatte wahrscheinlich ähnlich viel auf dem Schirm wie du, wenn ich ehrlich bin. Also Fragen an euch nicht, aber so das Interesse an der Doku ist auf jeden Fall schon mal geweckt, so ein bisschen, schon. Sie soll sogar oder hat aktuell noch sogar einen deutschen Kinostart. Ob der allerdings eingehalten werden kann, ist eine andere Frage. Deswegen sei hier nur erwähnt, es gab zumindest die Planung, dass die ins Kino kommt. Ansonsten sei hier erwähnt, sie wurde produziert vom ZDF und dem kleinen Fernsehspiel. Das heißt, sie wird über kurz oder lang auch im deutschen Fernsehen und dann wahrscheinlich auch in der Mediathek irgendwann zu sehen sein. Definitive, ganz klare Empfehlung.
Und würde damit sagen, wenn keiner von euch noch irgendwas erwähnen möchte oder anbringen will, könnten wir mit diesem kleinen Special gerne jetzt hier auch aufhören. Das. Oder der Paul erzählt doch einen Witz, wie er wollt. Nein, lieber nicht. Dann machen wir lieber hier den Deckel zu. Alles klar, Deckel drupp bei diesem neuen Special zum Dogfest München. Wie gesagt, vom 5. bis 23. Mai könnt ihr euch da jede Menge Dokumentation online angucken. Und wie wir jetzt in diesem kleinen Special festgestellt haben, gibt es da auch einiges, was sich lohnt. Was sich auch lohnt, ist dem Telestammtisch zu folgen. Bei Spotify oder bei Instagram, bei Twitter oder Facebook und wie sie nicht alle heißen, diese komischen sozialen Medien. Und wir würden es uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine positive Wertung bei iTunes da lasst. Warum? Weil wir es verdient haben. Und ich sage Tschüss, dann darf der Paul Tschüss sagen und Katharina gebührt das letzte Wort. Tschüss. Und was ich auch noch empfehlen kann, das hänge ich jetzt hier noch kurz ran, sind nämlich die anderen Ausgaben vom Dogfest-Special hier beim Telestammtisch, wo wir noch ganz viele andere Dokumentationen und so besprochen haben, wo auch ein paar tolle Empfehlungen dabei sind. Also hört doch da gerne mal rein. Und jetzt sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.